Guten Tag, herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Elektrische Netze. Heute mit dem Thema Leitungen, Drehstrombeläge. Wir haben ja in dem letzten Video schon Leitungsbeläge kennengelernt und heute werden wir feststellen, dass bei Drehstromleitungen noch ganz spezielle Bedingungen gelten. Wir lernen nämlich hier den Betriebswiderstand, die Betriebsinduktivität und die Betriebskapazität kennen. Für diese Größen brauchen wir Symmetrie im Drehstromsystem und wir schauen uns Beispiele an, wie wir das erhalten können. Wenn wir ein Drehstromkabel haben, dann besteht es aus drei, vielleicht mit Rückleiter auch vier einzelnen Drähten, die jeweils ihren eigenen Widerstand haben. Und beim Drehstromsystem, wenn es symmetrisch ist, fällt ja bekanntermaßen der Widerstand des Rückleiters weg. Das heißt, für unsere Drehstromleitung brauchen wir den nicht berücksichtigen. Des Weiteren haben wir in einer der vorherigen Videos ja das einphasige Ersatzschaltbild kennengelernt. Und für dieses einphasige Ersatzschaltbild würden wir gerne einen passenden Größe wählen. Das heißt, in diesem Fall wählen wir hier den sogenannten Betriebswiderstand. Das ist sozusagen der effektive Leitungswiderstand eines Drehstromkabels im einpoligen Ersatzschaltbild. Und damit wird direkt klar, dass wir eben in diesem Fall nicht wie bei einer normalen Leitung Hin- und Rückleiter berücksichtigen müssen, sondern wir brauchen bloß den Hinleiter zu berücksichtigen, sodass also unser Betriebswiderstand genau die Hälfte des normalen Leitungswiderstandes einer zweiadrigen Leitung gibt. Ähnlich können wir argumentieren bei der sogenannten Betriebsinduktivität. Auch hier erhalten wir die effektive Leitungsinduktivität des Drehstromkabels dadurch, dass wir eben argumentieren, die Induktivität des Rückleiters braucht nicht berücksichtigt werden, weil dort im symmetrischen Fall sowieso kein Strom fließt. Und auch hier erhalten wir dann also als Betriebsinduktivität die als Wert genau die Hälfte des Wertes für die Induktivität einer normalen Zweidrahtleitung. Typischerweise ist dann die Betriebsinduktivität von einer Freileitung genau der Mittelwert der Induktivitäten der einzelnen Hinleiter. Ja, und insgesamt erhalten wir dann also für die Gleichung, um die Betriebskapazität, um die Betriebsinduktivität auszurechnen, direkt diese Gleichung, die hier angegeben ist, bei dem dann hier unten im Nenner eine 2 steht, weil eben hier wir die Induktivität durch den Faktor 2 teilen im Vergleich zu einer normalen zweiadrigen Leitung. Etwas komplizierter wird es bei der Betriebskapazität. Wenn wir drei Drähte haben, so haben wir typischerweise zwischen diesen Drähten Kapazitäten, wie wir das auch bei einer zweiadrigen normalen Anführungsstrichen Leitung kennengelernt haben. Bei einer Drehstromleitung jedoch müssen wir berücksichtigen, dass die Erde oder entsprechend der Neutralleiter in der Nähe der einzelnen Leiter zu finden ist, sodass dann also zusätzlich eine Kapazität von den einzelnen Leitern zur Erde hin existiert. Das ist insbesondere dann relevant, wenn wir ein Drehstromkabel haben, bei dem die einzelnen Leiter außenrum meistens noch einmal durch einen metallenen Schutz umgeben sind, der mit dem dann also sehr deutlich klar ist, dass also hier eine relativ dicht beiliegende leitende Fläche bei den Leitern ist. Okay, wie kommen wir jetzt zu einer Kapazität, die wir im einphasigen Ersatzschaltbild nutzen können? Nun, wir machen den Trick, wie wir auch sonst bei
am einphasigen Ersatzteilbild vorgehen. Wir wandeln drei x-förmige Komponenten in sternförmige Komponenten um. Das wäre dieser Fall. Und wir können in diesem Fall, da das Ganze symmetrisch ist und wir mal davon ausgehen, dass die Kapazitäten zur Erde hin auch weitgehend symmetrisch sind, den Sternpunkt von unseren drei x-förmigen Komponenten mit dem Erdpotential gleichsetzen, sodass wir dann also für jede Phase einzeln Komponentenkapazitäten haben, die wir dann halt für die Betriebskapazität eben nutzen können. Ja, die fassen wir zusammen und das heißt, bei Symmetrie haben wir dann eben unsere Betriebskapazität hier als die Kapazität, die sich auf diese Weise für eine einzelne Phase ergibt. Wenn das nicht so ganz symmetrisch ist, dann nehmen wir typischerweise den Mittelwert aus diesen berechneten Größen hier. Auch hier stellen wir fest, dass die Betriebskapazität, die sich dadurch ergibt, ziemlich genau das Doppelte der Leitungskapazität einer einfachen zweiartigen Leitung ist. Ja, wie schon gesagt, in Kabeln haben wir eine natürliche Symmetrie üblicherweise. Das sind die einzelnen Drähte im Kabel gleichmäßig verteilt und haben auch gleichmäßig eben zur äußeren Schutzhülle eben jeweils den gleichen Abstand, sodass wir da Symmetrie annehmen können. Bei Freileitungen ist das nicht unbedingt der Fall. Deswegen findet man immer wieder schon mal spezielle Freileitungsmasten, bei denen tatsächlich die Phase vertauscht wird. Man hat sozusagen, ja, man verdrillt sozusagen die Freileitung. Sie sehen, hier wird also die untere Phase hier mit diesem Draht hier auf die nächsthöhere geleitet. Diese Phase ebenfalls auf die nächsthöhere und was von hier oben kommt, wird dann nach unten geleitet. Auf die Weise erhält man dann tatsächlich eine Symmetrie, die dann eben dafür sorgt, dass eben die Komponenten eben allesamt auch symmetrisch sind. Auch für weitere Anwendungen ist das notwendig, nicht nur zur Berechnung der einzelnen Betriebskapazitäten. Ja, damit möchte ich für heute schließen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn Sie eins der nächsten Videos wieder anschauen würden. Bis dann und auf Wiedersehen.